Servus, hallo. Der Dan und ich wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wo kommt man günstig an Figuren ran? Oder allgemein noch dran, aber auch günstig, klar. Ja, ja, richtig. Wie kriege ich meine Figuren? Ja, erst an der Stelle. Games Workshop. Absolut, absolut, ganz klar. Der Hersteller der Figuren Games Workshop produziert ja die lizenztechnisch an sie vergebenen Figuren von Herr der Ringe und von der Hobbit. Und demzufolge will ich auch immer als erstes dort gucken. Genau. Gibt es einen Online-Shop, da kann man gucken. Es gibt verschiedene Stores aus Deutschland, was verteilt. Ich habe letztens gesehen, es gibt sogar noch einen Store noch eröffnet. Also die werden sogar noch expandiert. Ja, ja. Gewissermaßen auch. Absolut, absolut. Und also muss man einfach gucken in der Nähe, ob ein Shop ist in der Stadt bei euch oder in der Nähe. Könnt ihr hinfahren, direkt im Laden gucken, beraten lassen. Man muss aber objektiv auch dazu sagen, im Laden selbst wird nicht mehr sehr viel Lagerware vorgehalten. Also die haben ja sehr starken Fokus auf Warhammer 40.000 Warhammer, aber man kann sich dort auch mit denen unterhalten, auch vor allem Farben und diese Dinge, die man dazu braucht, Zubehör, die kann man dort sehr gut kaufen, aber natürlich Online-Shop von Games Workshop. Ja. Genau. Der Games Workshop-Artikel gibt es aber auch nicht nur bei Games Workshop selber, richtig, sondern gibt es auch in anderen Online-Stores, hast du schon gesehen, von anderen Vertriebshäusern. Blöderweise halt gibt es dann nur das Problem, dass viele von den Artikeln Webshop-only sind und das bedeutet Games Workshop Webshop-only. Ich weiß, dass ein paar englische Webshops an alle Herr der Ringe-Produkte rankommen, aber in Deutschland bedeutet das wirklich Webshop-only, die kommen da nicht dran. Also all die ganzen Helden und so, 10 Minis, da wird schwierig, da muss man bei Games Workshop selber bestellen. Okay, ja. Und natürlich auch noch Stores, also Spieleläden, die bei euch in Ortschaft da. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar verschiedene schon nachgefragt, die haben leider jetzt keine mehr, die hatten die aber schon mal drin. Also es kann auch sein, dass ihr in der vereinzelt welche findet, die halt noch alte Blister da stehen haben oder die vielleicht auch noch die schönen Quellbücher noch in der Ecke liegen haben. Da gibt es nämlich einige findige Leute, die haben da in ihrem kleinen Lädchen in der Stadt, in einem Dörfchen, dann die wertvollen Regelbücher noch zum Originalpreis gefunden. Ganz genau so ist es. Also ihr müsst eigentlich, schaut einfach in den Spieleladen eures Vertrauens, da kann das wirklich noch vor Ort rumliegen. Und zwar zu richtig guten Preisen teilweise. Also kann ich jedem nur empfehlen, hinzuschauen und vielleicht ein paar Blister zum Spitzenpreis mitzunehmen. Genau. Also ich mache das jetzt immer regelmäßig in der Stadt. Ich habe auch schon hier in Hahn geguckt. Ich habe bei mir Du hast in Hahn geguckt? In den Hahn, sorry, in Mettmann. Sorry, in Mettmann geguckt und in Essen geguckt. Da war ich, glaube ich, vorgestern unterwegs. Zum Friseur eigentlich, hatte aber keinen Termin mehr frei. Dann bin ich dann gegenüber in den Spielladen und hab immer gefragt, habt ihr noch was rumliegen? Nein, leider nicht. So, aber ja. Man muss halt ein bisschen Glück haben, genau. Ja, wo gibt es Games Workshop-Figuren noch? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, den Ersthand- oder First-Hand-Market, den haben wir jetzt, glaube ich, abgegrast. Genau. Lass uns einmal über die Möglichkeit des Second-Hand-Marktes zu sprechen, weil der ist aus meiner Sicht gigantisch. Ja. Und da fallen mir jetzt aktuell drei Dinge ein, wo man schauen kann. Ich fange einfach mit dem mit Obvious Choice, also mit der Sache, die direkt ins Auge sticht, das ist eBay. eBay ist unglaublich, wie viel es da gibt. Ja, also da könnt ihr ohne Ende Figuren zu einem guten Preis schießen. Die seltenen Figuren gehen dort natürlich auch zu hohen Preisen weg. Aber ganz normale Figuren könnt ihr dort richtig, also so Krieger von Minas Tirith, von Reiter von Rohan oder so. Oh, Kaiser. Also wer einsteigen will, kann ich echt nur eBay ans Herz legen. Da kriegt ihr teilweise komplett unbemalt, unbehandelte Figuren zu einem Spottpreis. Oder komplette Armeen, also das ist Wahnsinn. Also da findet man genug, sowohl auf eBay als auch auf eBay Kleinanzeigen. Ganz wichtiger Punkt, ich wusste gar nicht, ob du weißt, dass das wahnsinnig viele Leute verkaufen es auf eBay Kleinanzeigen. Da könnt ihr eine komplette Armee für 20, 30 Euro kaufen teilweise. Das ist unvorstellbar. Ja, das liegt natürlich daran, dass die bei eBay Kleinanzeigen keine Gebühren für das Einstellen der Aktionen selbst nehmen oder Provisionen an dem Kauf und dass dann viele darüber gehen. Ja. Genau. Ja, wo noch Secondhand Markt? Ganz groß die Handelsgruppe hier auf Facebook. Ja, auf YouTube. Aber die Handelsgruppe auf Facebook, ich glaube Herr der Ringe, Hobbit, Handelsgruppe etc. Genau. Die ist bei uns auch in der Beschreibung auf Facebook verlinkt bei uns in der Gruppe. Ja. Da ist ein ganz großer florierender Secondhand-Markt. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, schaut da rein, da könnt ihr echt Figuren abgreifen. Und vor allem auch andersrum, ihr könnt Fragen stellen, wer hat vielleicht was. Ne? Das ist nochmal viel interessanter, weil immer nur gucken, gibt es das irgendwo, einfach mal nachfragen. Und wenn das jemand zufällig liest, der das mal rumliegen hat und denkt sich, brauche ich eh nicht, kommt man direkt dran. Ja.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr mit professionellen Händlern in Kontakt tretet. Meine Empfehlung ist dazu auch die Handelsgruppe. Da tummeln sich einige. Und wenn ihr nach sehr exotischen Figuren schaut, schaut in die Handelsgruppe rein. Da gibt es ein paar Leute, die richtig gute Quellen haben, um an schwierig zu bekommende Figuren ranzukommen. Das heißt, die können für euch die dann raussuchen. Das sind wir meistens natürlich auch teurer, klar, muss man dazu sagen. Also billig wird das nicht. Aber gerade für die Leute, die speziell was suchen, eine spezielle Figur oder so, das ist immer eine Möglichkeit. Die tummeln sich auch auf dieser Plattform. Und dann, die letzte Plattform, die mir einfällt, ist Herr der Ringe Tabletop Forum. Auch da gibt es einen Marktplatz. Der ist aber bei weitem nicht so stark frequentiert wie der auf Facebook, muss man auch ganz offen dazu sagen. Ich muss sagen, ich habe auch noch andere Plattformen für mich entdeckt. Ah, okay. Und zwar sind das sozusagen Flohmarkt-Apps mittlerweile. Da gibt es auch momentan im Fernsehen laufen einige, viele Werbung drüber. Ich habe mal eine ausprobiert und habe mir so ein Alarmsystem eingestellt. Das heißt, bestimmte Begriffe kann man sich eingeben und dann kann man sich dann erinnern lassen. Da kriege ich dann einmal die Woche eine E-Mail über eine Zusammenfassung über meine Begriffe, die ich suche. Zum Beispiel, ich habe jetzt Workshop eingegeben, ich habe Herr der Ringe Miniaturen, Hobbit Miniaturen, solche Sachen, Begriffe eingegeben. Okay. Und jetzt kriege ich einmal die Woche eine E-Mail mit den ganzen Artikeln, die dazu gefunden werden. Und dann kann ich einmal durchscrollen und gucken, oh, ist was Interessantes dabei. Also Flohmarkt-Apps, ich habe jetzt gerade keinen Namen im Kopf, ich habe den Namen schon vergessen, wie die heißt. Spock. Spock zum Beispiel, ich habe eine andere noch, aber gibt es jetzt 3-4 Stück, die jetzt in Deutschland gerade machen. Das ist eine Klassenkameradin von mir entwickelt, die ist die Chefin. Ah, cool. Eine kleine Werbung am Rande. Ich kenne auch eine andere Marktplatz, wo eine andere von mir das vermarktet aktuell. Also ich kenne... So ein kleines Student. Ja, also von daher, die kann ich auch empfehlen. Da kriege ich immer Meldungen und da werden auch fleißig Figuren verkauft. Angeboten. Ja, super. Gute Idee. Habe ich jetzt persönlich noch nicht dran gedacht, aber ihr seht, es gibt Möglichkeiten, ohne Ende an Figuren ranzukommen. Und im Zweifelsfall schaut in die Bucht, also auf eBay, und schaut in die Handelsgruppe rein, schaut bei Games Workshop selber rein, ihr werdet sicher fündig werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr uns den Daumen hoch. Dann teilt ihr das Video, wenn es euch speziell gefallen hat. Vergesst nicht, es gibt den Abonnieren-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich freuen wir uns über jeden Kommentar, der uns eure Sicht der Dinge detailliert beschreibt. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.